So, liebe Leute, in diesem Video möchte ich über Blockchain Sports sprechen. Und zwar ist es ein neues Projekt, das am 21. Februar in der Coca-Cola Arena in Dubai vorgestellt wurde. Und zwar während dem Daisy-Event. Also wer Daisy nicht kennt, das ist eine dezentrale Community von mehr als 240.000 Teilnehmern, Tendenz steigend. Und zwar wurde diese Community jetzt umbenannt in Limitless. Das heißt, wenn ihr Daisy kennt, Daisy AI, Daisy hat Endotech gecrowdfundet in der ersten Phase und jetzt in der zweiten Phase, die am 21. Februar begonnen hat, wird ein neues Projekt gecrowdfundet, also massenfinanziert von dieser besagten Community, die früher Daisy hieß und jetzt Limitless. Und dieses neue Projekt heißt Blockchain Sports und hier geht es darum, das sogenannte IRL in Real Life mit der Blockchain zu verbinden. Also in real life bedeutet, das sind echte Vermögenswerte in der echten Welt, die hier auf die Blockchain bzw. die Web3-Technologie treffen. So, und in diesem Video möchte ich einmal in einfachen Worten versuchen zu erklären, was es mit dem Projekt auf sich hat und wie man hier passiv und aktiv Geld verdienen kann. So, also wie gesagt, in real life, hier geht es um etwas Greifbares, etwas in der echten Welt, und zwar geht es um Sport. Also mit Sport kann ja jeder was anfangen, vor allem mit Fußball, vor allem hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, im deutschsprachigen Raum ist ja Fußball ja eine sehr große, wenn nicht die größte Sportart überhaupt. Und das Ziel von Blockchain Sports ist es, Fußballakademien, also im ersten Schritt Fußball, im nächsten Schritt kann es ja, Handball, Basketball, wie auch immer sein, aber angefangen wird mit Fußball. Hier werden Sportschulen, Fußballschulen aufgebaut und die erste ist jetzt schon in Planung bzw. wird gerade gebaut in Brasilien und wir können hier als Mitbegründer, als sogenannte Founder teilnehmen und am Erfolg des Unternehmens oder des Ökosystems teilnehmen. Ja? Es wird verschiedene Elemente geben in diesem Ökosystem. Also die Fußballakademie oder die Fußballschule ist nur ein Element. Es wird auch einen NFT-Marktplatz geben. Also mit diesen NFTs kaufen wir uns dann Anteile an den Spielern, an der Akademie. Und sobald diese NFTs gehandelt werden, bekommen wir einen Anteil an der Lizenzgebühr, ja, ausgeschüttet an alle Teilnehmer des Ökosystems. Ja. Es wird auch Umsatzanteile an Fußballvereinen geben. Es gibt eine Abteilung, die sich mit Sportwissenschaft und Gesundheitstechnologie beschäftigt. Und wir als Founder-Paket-Eigentümer können hier an dem ganzen Erfolg mit teilhaben. Ja. Und was hat es mit der Blockchain auf sich? Es wird eine eigene Blockchain geben und wir werden die Nodes bzw. die Knoten erwerben können über die Founder-Pakete. Und diese Knoten validieren Transaktionen auf der Blockchain und das wird eine Layer-1 Blockchain sein, also wie Bitcoin. Deswegen nenne ich auch den Coin, der auf dieser Blockchain läuft, einen Coin und keinen Token. Viele werden dazu Token sagen, aber in meinem Verständnis ist es ein Coin, weil er eine eigene Blockchain hat. So, ich habe das Thema Nodes schon einmal angesprochen. Auf Deutsch heißen die Knoten, obwohl man auch im deutschen Sprachgebrauch Nodes sagt. Damit wird auch klar, welche Nodes gemeint sind oder welche Knoten. Das sind Knoten auf der Blockchain und die sind dafür da, um die Transaktionen zu erstellen, übertragen und zu validieren. Und diese Nodes, die prägen im Englischen minten Coins und diese Coins werden wir dann als Node-Inhaber in regelmäßigen Abständen bekommen und ja, irgendwann zu Geld machen können. Aber dazu komme ich noch einmal. So, ich habe einmal die Founder-Pakete angesprochen oder Gründer-Pakete
Und das geht mit 500 los. Das ist das erste Paket, wo es eine Note gibt. Es gibt auch ein kleines Paket. Das muss jeder gekauft haben, bevor er die Note oder die Founder-Pakete kaufen kann. Das ist ein sogenanntes Academy Pack. Ja. Damit unterstützen wir die Sportschule in Brasilien und damit bekommt ihr auch einen Platz in der Struktur. Ja. Hier ist ein Strukturvertrieb dahinter und zu dem Thema erzähle ich auch noch was. So, und die Pakete fangen bei 500 Dollar an, das heißt 100 plus 500, das sind 600. Also mit 600 seid ihr dabei und habt eine Note. Und je größer das Paket, desto mehr Notes gibt es. Ja. Das Ganze ist auch markengeschützt. Hier seht ihr ein Zertifikat, das belegt, dass die Idee oder die Marke an sich in 140 Ländern geschützt ist. Was wir noch haben, ist ein Zertifikat, das bestätigt, dass der Wert, der Unternehmenswert von Blockchain Sports bei ungefähr 1 Milliarde Dollar liegt. Und das wurde von dieser Institution hier bestätigt, London Rate International Office for Online IP Valuation. Und der CEO dieses Unternehmens war auch in Dubai auf der Bühne und hat es live bestätigt und hat uns auch das Zertifikat live gezeigt. So, das Academy Pack haben wir schon einmal angesprochen. 100 Dollar, da führt kein Weg dran vorbei. Also wenn ihr die Founder Packs haben wollt, müsst ihr so ein Academy Pack besitzen und damit unterstützt ihr die Academy und bekommt einen Platz in der Struktur. So, genau, das erste Founder-Paket, wo auch eine Note dabei ist, kostet 500 Dollar. Und hinter dem ganzen Ökosystem ist ein Strukturvertrieb mit 10 Ebenen. Die erste Ebene ist 4% und die Ebenen 2 bis 10 sind 2%. Und mit diesem Paket habt ihr 2% auf den Ebenen 2 bis 10 und mit dem nächsten Paket habt ihr schon 3%. Aber bleiben wir erstmal hier. So, mit diesem Paket bekommt ihr 937,5 Adler Coins. So, und die Coins werden natürlich irgendwann auf den Börsen gelistet. Und die Founder sind jetzt in Verhandlungen mit Kryptobörsen wie Binance, OKX, Bybit und so weiter. Zuerst wird auf dezentralen Exchanges gelistet wie Uniswap und danach geht es dann an die sogenannten Tier-1-Exchanges, also die größten Exchanges der Welt. So, genau, was man hier auch noch bekommt, außer der Note, Einnahmen aus allen NFT-Verkäufen auf der Plattform und Provisionen aus Sekundärverkäufen. Also wenn die NFTs zum ersten Mal verkauft werden, aber auch im Aftermarket, also im Sekundärgeschäft. So, das war das erste Paket. Mit dem zweiten Paket, mit dem zweiten Founder-Paket erhöht sich eure Provision auf den Ebenen 2 bis 10 auf 3%. Ja? Und natürlich bekommt ihr auch mehr Coins. Das sind 3.750 Coins, die man in diesem Paket mit diesem Paket bekommt, weil das sind jetzt vier Nodes statt einer Node. Und zusätzlich kommt hier der Spielertransfer dazu. Das heißt, man bekommt auch Lizenzgebühren aus den Verträgen der Fußballspieler. Ja? Und jedes Founder Pack ist übrigens stückzahlenmäßig limitiert. Das heißt, von diesem Paket gibt es nur 100.000. So, ganz kurz zurück. Von dem Founder Pack 1 gibt es 400.000 Stück. Ja? So, gehen wir mal über zum Founder Pack 3. Der kostet 8.000 Dollar. Und mit diesem Paket könnt ihr die Einnahmen aus dem Strukturvertrieb maximieren. Das heißt, jetzt habt ihr auf den Ebenen 2 bis 10 4% anstatt von 3%. Ja? Und die Nodes produzieren 15.000 Adler Coins, ja, weil das sind schon 16 Nodes. So, hier kommt noch ein Aspekt dazu, und zwar Fußballclubs. Hier bekommt man Lizenzgebühren aus dem Blockchain Sports Franchise Club. Ja. Das heißt, zusätzliche Einnahmen
für die Founder Pack A3 Besitzer. Ja. So, und jetzt haben wir den nächsten Founder Pack, der ist 25.000. Hier kommt wieder eine neue Geschichte dazu, und zwar Sportwissenschaft und Gesundheitstechnik, das auch Gewinne erwirtschaften wird, und daraus bekommen wir die Lizenzgebühren. Und ihr seht schon, die Adler Coins, die werden immer mehr. Also mehr als 46.000 sind hier möglich. Und bei diesem Paket, bei 50.000, kommt nochmal Technologie und ja, Entwicklung, Research and Development dazu. Also hier gibt es zusätzliche Lizenzgebühren aus dieser Tätigkeit. Und die Adler Coins, die seht ihr hier, über 93.000. So, die seht ihr übrigens direkt im Dashboard, sobald ihr ein Paket gekauft habt. So, und das größte Paket, das ist das High-End-Paket. Damit bekommt ihr das komplette Spektrum. Ja? Und es gibt nur 2000 Stück davon. Und damit habt ihr 100, mehr als 187.000 Adler-Coins, die hier möglich sind. Denn es sind jetzt mittlerweile 200 Nodes, die man hier besitzt. Und die Nodes muss man gar nicht selbst laufen lassen, wie das so oft ist, wo man einen Computer hat und der Computer muss dann 24 Stunden am Tag laufen. Nee, hier werden die alle auf Distanz betrieben. Das heißt, ihr müsst da nichts aufsetzen, und das ist total unkompliziert. So, nochmal alle Pakete zusammengefasst auf einem, auf einer Übersicht. Und eine Sache, die man hier beachten sollte: die Preissteigerung findet hier jeden Monat statt. Das heißt, die Paketpreise erhöhen sich um 10% jeden Monat. Das heißt, es lohnt sich hier schnell zu sein. So, es gibt hier bestimmte Aspekte im Empfehlungsplan, die man beachten sollte. Es gibt den sogenannten Rebate, den Founders Rebate Bonus, also der Rabattbonus von 100%. Also immer wenn ihr, das heißt, ja, wenn ihr 1000 Dollar in der ersten Linie habt, also meinetwegen zwei Leute mit jeweils 500 Dollar, dann habt ihr diesen Rebate aktiviert. Und das macht Folgendes: 25% des Founder Packs, den ihr selbst gekauft habt, geht ins Live-Trading, in den Live-Handel. Und sobald dieser Handel 400% erreicht hat, bekommt ihr ja den Preis der Founder Packs, die ihr bezahlt habt, zurück. Ja. So, genau, dafür hat man 30 Tage, die 10 Stufen, den 10 Stufen Empfehlungsplan habe ich schon erklärt. Es gibt eine volle Kompression. Das heißt, die Ebenen, die nicht qualifiziert sind, die kein Paket haben, die werden kompressiert. Ja. Das heißt, wenn ihr jetzt jemanden in der fünften Ebene habt, der aktiv ist, aber die Ebenen 2 bis 4 haben keine Pakete, heißt, dass eure fünfte Ebene, eure zweite Ebene wird. Ja. Das heißt, es wird kompressiert. Und nochmal zu dem Rebate-Bonus. Genau, ihr braucht im Grunde nur zwei Teilnehmer in der ersten Linie, die jeweils 500 Dollar eingezahlt haben. Und ja, dann gehen auch schon 25% in den Trading Pool, ja, bis 400 Dollar erreicht sind. Das heißt, wenn ihr meinetwegen einen 8000 Dollar Paket habt und habt zwei Direkte mit jeweils 500 Dollar, dann kann es sein, dass ihr die 8000 zurückbekommt, sobald das Trading oder der Handel 400% erreicht hat. Es gibt noch verschiedene Pools. Also diese Pools werden mit dem Breakage befüllt. Breakage sind alle Provisionen, die nicht ausgezahlt wurden. Ja? Also wenn jemand zum Beispiel nur für 2% qualifiziert ist in den Ebenen 2 bis 10, dann werden die restlichen 2% in diesen Pool gehen. Ja? Und die Menschen, die nicht qualifiziert sind, die nicht bezahlt werden müssen, ja, gehen diese Provisionen gehen auch in den Breakage Pool. Ja? Und 90% dieser Breakage wird in diesen Pools aufgeteilt, mit jeweils 30%. Und man hat 30 Tage Zeit, also man bekommt 30 Tage Geld aus diesen Pools. Das macht man
Das macht man damit, die Pools nicht verwässert werden, ja? Weil wenn immer mehr Menschen in den Pool reinkommen, wird der individuelle Anteil immer kleiner und immer kleiner. Und mit diesen 30 Tagen wird genau das vermieden, ja? So, um in den ersten Pool reinzukommen, muss man 5.000 Dollar in der ersten Linie haben und man kann maximal 5 Anteile haben, das heißt maximal 25.000 Dollar in der ersten Linie. Und im Champions Pool muss man sich für die Ebenen 4 bis 7 qualifiziert haben. Und das sehen wir dann auf der nächsten Folie. Und Legends Pool Ebenen 8 bis 10. So, wie versprochen, hier eine Übersicht. Also die vierte Ebene erreicht man mit 25.000 Teamvolumen verteilt auf zwei verschiedene Teams. Und damit ist man schon in diesem Champions Pool. Ja. Bei acht Generationen braucht man, für die acht Generationen braucht man 1 Million Teamumsatz und man ist gleich Teil des Legend Pools. Genau, hier seht ihr die ganzen Aspekte von den ganzen Ebenen. Also, wie ich schon erwähnt habe, mit dem 2.000-Dollar-Paket schaltet man 3% frei in den Ebenen 2 bis 10. Man kann aber alternativ die vierte Ebene erreichen. Dann hat man diese 3% auch freigeschalten. Und ähnlich mit dem 8.000er-Paket, wenn ihr 100.000 geschafft habt in Umsatz, dann seid ihr in der fünften Ebene oder habt die fünfte Ebene freigeschalten, aber auch die 4% in den Ebenen 2 bis 10. Ja. Also je größer der Umsatz, desto tiefer die Ebenen und desto mehr Anteile in den ganzen Pools. So, teilnehmen oder sich einschreiben ist sehr einfach. Man braucht nur eine dezentrale Wallet auf der Tron-Blockchain. Das kann Tronlink sein, das kann Token Pocket sein. Das können viele weitere sein, aber Tronlink ist das meistgenutzte. Und man braucht natürlich etwas Tron für die Fee, für die Blockchain-Fee, für die Blockchain-Gebühren und USDT auf der TRC20 Chain. So, es empfiehlt sich mindestens 200 Tron auf dem Konto zu haben, aber in Wirklichkeit werden nur 50, 60, 70 ausgegeben für jedes Paket. Man geht einfach auf die Webseite iamlimitless.io und verbindet sich mit dem Tron-Link und schon kann man investieren. Das gilt für alle, die in Daisy waren. Ja. Wenn ihr nicht in Daisy wart, dann braucht ihr einen Empfehlungslink von eurem Sponsor. So, der offizielle Start von Blockchain Sports ist am 1.9. und das ist voraussichtlich auch der Tag, an dem der Coin gelistet wird auf irgendeiner Börse. Und dieses Angebot, das Founder-Angebot, endet am 16.8. Denn am 17.8. findet das nächste globale Event statt und zwar diesmal in Las Vegas. Ja. Also die letzten drei globalen Events waren in Dubai und dieses hier am 17.8. wird in Las Vegas stattfinden. Ja, das ist schon alles, was ich euch in diesem Video erzählen wollte. Wenn ihr noch keine Mitglieder seid, fragt nach eurem Empfehlungslink. Sprecht einfach denjenigen an, der euch das Video gezeigt hat. Und wenn ihr schon in Daisy seid, einfach auf iamlimitless.io gehen, mit dem Tron-Link verbinden und das Paket kaufen. Alles klar, viel Spaß mit Blockchain Sports.